Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Green Project, eine weitere Folge. Wir begrünen wieder, wir sind schon an Tag 13, wir haben einen Samstag. Und wir haben was zu essen gekocht. Was gibt der Lurch? Der gibt auch 20, den können wir auch essen. Sehr schön. Ansonsten können wir hier noch so eine komische Nesselsuppe ansetzen. Wie viel haben die jetzt gebraucht? 10? Okay. Okay. So, dann gucken wir mal, was hier gammelt. Hör mal, wer da gammelt. Denn wir haben 4 Stück. Das ist gut. Und ich glaube, hier haben wir genügend, ja, perfekt, um wieder die Kisten zu befüllen. Und dann werden wir jetzt mal in die Stadt gehen und in den dunklen Häusern gucken, was sich dort befindet. Dass wir das... Dass wir das schon mal abgeschlossen haben. Denn wir haben ja endlich, letzte Folge haben wir ja die fantastische Kopflampe gemacht. Beziehungsweise diese Glühwürmchenlampe. So, das haben wir. Was ist hier oben? Ist ja was vergammelt. 2 Stück. Das ist noch für 2. Den Rest lassen wir liegen. Ah, 7. Ah, okay. Ein Holz gibt ein Gammel. Das ist übersichtlich. Schade. Okay, das ist sehr schade. Okay, dann haben wir noch 3. Lassen wir die noch liegen. Jo. So. So, Inventar ist wie immer gut gefüllt. Dann können wir hier unten noch unser Maisfeld verkomplettieren. Das schauen wir schon. Das ist die Axt, das ist Quatsch. So. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir noch Maissamen hatten. Hat man noch 2 Maissamen übrig? Also hier sind keine mehr drin. Ich glaube... Na gut, wir können... Na? Wir können natürlich noch einen aussieben. Haben wir zwar 10, das ist mehr als wir brauchen, aber warte mal kurz. 2. Wir brauchen 8. 16. Ja, dann zweimal umwandeln. Okay. Dann packen wir den einen hier nochmal zurück. Guti, ansonsten wassertechnisch haben wir das hier. Dann gehen wir jetzt in die Stadt, würde ich sagen. Und setzen unten am Friedhof noch hier so einen Baum. Oh, ist aber ganz schön leer hier. Da müssen wir nachher auffüllen. Und die Zange brauchen wir nicht, das ist absolut richtig. Brauchen wir sonst irgendwas nicht? Nee, Sichelaxt ist immer wichtig. Nee, passt. Dann ab in die Stadt. Einen kleinen Ausflug. Boah. Okay, wir können auch Pilzrezepte machen. Guckt euch das mal an. Was ist denn hier abgegrünt? Alter, war da was Pilze. Eieiei, Frau Batz. Es grünt so schön. So schön. So. Oh, alles Kisten? Nee, nicht alles Kisten. Ach Mann. Warum das denn? Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Schade. Wir können hier die Büsche eigentlich wegtackern. Dann können wir die Stöckchen mitnehmen für Gammelkram, oder? Das hat mir schon alles durchsucht. Wie kommen wir hier? Aha, okay. Kisten kann man zerhacken. Okay. Oh. Nehmen wir alles mit. Können wir einen Kühlschrank mitnehmen? Moment, können wir einen Kühlschrank mitnehmen? Aber der kühlt wahrscheinlich nicht, ne? Ohne Strom. Oder so ein Herd?
Okay, warte mal, dann zerhacken wir die Kisten. Ah, hier sind auch noch Kisten, dann können wir es auch gleich testen. Oh. Loot-Paradies incoming. Ah, die kann man so. Hä? Das sind andere Kisten. Okay. Endlich eine Kopflampe. Das ist so ein Träumchen. Auch wenn der Typ mir gerade wegpennt. Eine Schere, um Haare zu schneiden. Oh. Stoff. 50 Essen, das ist ein bisschen übertrieben. Ne? Was machen wir denn jetzt? Die Pilze haben wir zu Hause genügend. Oh, nice. Wenn du... Ich kann es nicht lesen. Wenn du betrunken... Was? Wir müssen das mal anders hinstellen. Nee, so wird's nix. Ah, wenn du betrunken bist, steige nicht in das Auto, um es umzuparken. Okay, danke für den Tipp. Gut, das zu wissen. Sollte man nicht das Auto fahren. Pro-Tipp hier im Survival, ohne Sprit. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier die Kisten zerschlagen können. Aber das bringt nichts, außer Holz, oder? Was soll das bringen? Genau. Die Axt sollten wir auf jeden Fall ablegen. Hä? Nimm die Axt auf, verflucht. So. Bringt uns das Holz? Ach, das sind Holzlatten. Ja, das ist jetzt nicht so schlecht. Dann müssen wir nämlich die armen Bäumchen nicht zersägen. Okay, der schläft mir gleich ein. Ja, wir müssen nie wieder Holz zersägen. Das ist natürlich praktisch für die Säge. Was? Da kam ein Schoki bei rum. Die Schoki würde ich ja gern essen. Was? Jetzt habe ich nicht genügend Platz. Achso, weil ich hier die Axt... So. Oh, jetzt haben wir ein Stück Schoki liegen lassen, aber das ist nicht viel, glaube ich. Okay, wir sind bei 99, alles klar, passt. Okay, bevor der Kerl hier mir wegpennt, ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn wir in der Wildnis hier einschlafen. Gehen wir mal schnell nach Hause und schlafen. 1920, genau die richtige Zeit, sich ins Bett zu legen. Ah, da oben will ich ganz kurz noch reinschnuppern. Ganz kurz nochmal hier reinschnuppern. Okay. Okay, das hat sich nicht gelohnt. Aber wie das hier gewachsen ist, oder? Wow. Cool. Sehr schön. Oh, Lurchi. Warte, Lurch. Lurchi. Okay, pass auf. Du bleibst da liegen, gammel nicht rum. Ich komme gleich wieder. So. Wo haben wir das Material rein? Ich glaube, hier in den Schrank, ne? Jo. Bitte. Perfekt. 99. Die legen wir auf den Boden. Was haben wir denn noch? Draht, Nägel. Draht, Schleifstein, Schere. Schleifstein,
Ort und was zu essen. Ja, dann hole ich gerade den Lurch, bevor ich den vergesse, und dann lege ich mich ins Bett. Ah, was mit den Blumen? Das ist ja wie die Pest, wie das wächst. Das ist ja der Wahnsinn. Goodie. Dann müssten wir einmal hier auffüllen. Einmal hier rein, da raus, ein Lurch hier rein, den zum Kochen ansetzen. Nee, die hatte ich hier runter, die Haut, ne? Jo. So, haben wir schon mal 6. Sehr schön. Ah, die Lampe ausziehen. Jo. Sonst wird sie verbraucht. Dann gammeln wir noch mal kurz rum, bevor... Oh, der Mais ist fertig. Am nächsten Morgen können wir hier weitermachen. So, das sind leider keine 10. Einmal. Okay. Noch einmal. So. Da ist nochmal noch was gegammelt. Gut. Ah, da haben wir noch 3. Sehr gut. So. Alles klar. Goodie. 7 Stück haben wir. Perfekt. So, 4 Fitness haben wir. Also, was heißt Fitness? Also, wir sind noch 4-mal wach. Haben wir den einen Mais noch dabei? Haben wir nicht. Warte mal, dann mache ich das noch schnell rein, bevor ich ins Bett gehe. Hör doch mal auf. So. Da, du. Gott, was ein Management hier. Okay. Dann können wir nämlich eventuell noch ein Maisfeld ansetzen. Und wir müssen das Wasser auffüllen. Habe ich das schon gemacht? Nee, das kann ich jetzt nicht mehr. Da bin ich, da schlafe ich jetzt ein. Da fällt er mir direkt um. Ich hoffe, ich kann noch die setzen. Jo, geht. Achso, ich muss die anderen noch ernten. Naja gut, da brauchen wir noch viel mehr Mais. Egal. Wir legen uns jetzt erstmal hin, bevor er mir jetzt hier kollabiert. Habe ich auch irgendwie keinen Bock drauf. Schlafen wir erstmal durch bis zum nächsten Morgen, würde ich sagen. Der sägt hier. So, dann hauen wir uns hier einmal das rein. War sogar nicht komplett. Bei 20 könnten wir einen Tee trinken. Der gibt nämlich genau minus 20. Und den Rest füllen wir mit Wasser auf. Ach, sehr schön. Wach, guck mal hier. Das ist natürlich cool. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ernten. Muss ich die jetzt alle nochmal umflügen? Dann gieße ich erstmal, oder? 30 mal Mais waren das jetzt. Haben wir hier noch 7. Wir brauchen einmal Gammeln mehr. Pack das hier erstmal rein. Wir müssen aber noch... Ah, hier haben wir noch Mais. Sehr gut. So, warte mal. Wir brauchen... 8. 4 mal 8, 16, 32, weniger 2, 30 Mal bräuchten wir. Wir haben draußen noch 8, wir brauchen auf jeden Fall noch einen. Müssen wir noch ansetzen. Dann füllen wir erstmal Wasser auf. Ach Gott, was eine Arbeit hier. Das artet ja richtig in Arbeit aus. Zack, warte mal, den Mais, den können wir verarbeiten, oder?
So. Dann, oh, Baumwolle ist fertig. Das heißt, gibt demnächst Rucksack. Gibt Rucksack. Es könnte sein, dass es reicht, um bald einen Rucksack zu machen. Die Blumen, die sind aber... Da geht was. So, dann hacken wir mal los. Nicht meckern. Dann müssen wir auch noch Wasser auffüllen. So, das schaut schon mal gut aus. Nein, das wollte ich nicht. Okay. Das gibt jetzt eine Menge Arbeit, ey. So, mit 3. Oh, was haben wir denn da gekriegt? Ah, Salz. Jetzt haben wir wieder Salz bekommen. Sehr schön. Ach, die Gießkanne hatte ich noch dabei. Alles klar. Warte mal, dann... da haben wir 10. Dann können wir uns hier den Mais holen. Und einen müssen wir noch durchleiern, ne? Wo habe ich die Maiskolben hingeworfen? Habe ich die fallen lassen? Die irgendwo gerade reingelegt? Ah, hier rein habe ich sie gelegt. Ein Platz. Salz passt nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich habe keinen Platz im Inventar, verdammt. Okay, pass auf, die Schere machen wir mal hier in den... zum Rasierer. Den Kochen nehmen wir mit. Nein, andersrum. 7. Wir müssen nochmal Mais ansetzen. Na? Jetzt haben wir's. So, das müsste aber reichen, um das zu bepflanzen. Dann können wir hier den restlichen Mais wieder zum Kochen nehmen. Befindet kocht noch. Okay, alles klar. So, wässern müssen wir jetzt erstmal. Sonst kommen wir hier auf keinen grünen Zweig. Jetzt. Das ist leer. Jetzt könnte es mal langsam wieder regnen bei meiner Felderwirtschaft hier. Geht das relativ schnell, dass die hier leer sind, ne? Hier können wir noch drauf machen. 672. Perfekt. So. Hier kommen wir nicht vorbei. So, dann können wir mal gucken, ob die Maschine fertig ist. Wie viel ist hier noch drauf? 5. So, da haben wir noch ein bisschen Mais. Langt das vielleicht schon? Habe ich mich da gerade verrechnet? Nee, Quatsch, wir haben sowieso eine krumme Zahl gehabt, ne? Das geht nicht ganz auf. Da haben wir 2, da haben wir wieder 8 übrig. Okay. Alles klar. Zack. Baumwolle. Haben wir die noch nicht geerntet? Habe ich die noch nicht weggeerntet?
Habe ich noch nicht geerntet, ne? Nee. Gut, dann nicht. So, dann machen wir das hier schnell. Was eine Feldarbeit, ey. Da hast du echt was zu tun. So, oben das war ein Tomat, den ich gesetzt hatte, ne? Dann setzen wir nochmal Tomaten. Ja, die Blumen übernehmen hier echt die Herde. Aber ich finde es schön. Ich meine, die Blumen sehen schön aus. Es nervt nur ein bisschen, wenn du durchläufst. So. Neu bepflanzt. Ach, warte mal. Dann machen wir mal Folgendes. So. Nehmen wir in die Hand. Haben wir nichts in der Hand. Ja, gut. Machen wir so. Okay. Da. Dann ernten wir jetzt noch die Baumwolle und ich muss Blumen hacken. Ach du Güte, was ist denn das hier? Jetzt sind die weiß. Irgendjemand hat vorhin was gesagt mit, wenn die weiß sind, kann man irgendwas machen. Die Regie hat irgendwas gesagt mit, wenn weiß, dann Tacker weg oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich krieg das bestimmt gleich souffliert. Ah, okay. Jetzt habe ich es mitbekommen. Wenn die weiß sind, kann man sie weghacken, dann kriegt man Blütensamen. Goodie. Wir brauchen schon zwei. Müssen wir noch durchlaufen lassen. So, dann tacken wir die nochmal weg, oder? Die Büsche. Ich meine, da können wir ja oben im Norden vielleicht ein schönes Blumenfeld für ansetzen. Ah! Nice! Einsammeln, einsammeln, klicken, 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 klicken. Nein, klicken, Würmchen. Würmchen! Würmchen. Warte, Würmchen. Scheiße, da ist ein Wurm abgehauen. Habt ihr gerade gesehen? Oh Gott. Nein, die hauen alle ab. Das gute Essen. Warte, Wurm. Wurm. Würmchen. Ach, das Inventar ist voll. Buh, Minjas. Noob. Noob. Ach man, das gute Essen. Naja, egal. So, wir können mal in die Rüttelmaschine das Salz einwerfen. Dann kann die auch arbeiten. So. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. So. Sandiger Boden, der kann rein. Und dazu haben wir keinen Platz, wa? Doch. Okay, Baumwolle. Die können wir doch mit Sicherheit verarbeiten, die Baumwolle. Damit wir vielleicht endlich mal einen Rucksack kriegen. Gut, wir haben ja noch zwei Büsche hier. Da wächst ja noch was. So, wie sieht es denn an der Gammelfront aus hier oben? Die hätte ich gar nicht befüllt, verdammt. Okay, ist auch nichts weiter gegammelt. Das ist noch schlechter. Wie viel haben wir denn? 7 Stück? Das gibt ja nicht mal eine Gammeltonne voll. Okay, das ist schade. Gut. Dann lass uns mal verabschieden hier aus der hübschen Blümsche Wiese. The Blümsche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nämlich zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.